Aus Mexiko haben wir jetzt einen sehr alten Vertreter, und zwar die Pulque. Sehr spannendes Thema, über 2000 Jahre alt, ist vielleicht kein Bier im klassischen Sinne, aber Fakt ist, es ist so der Vorläufer, also irgendwo der Start in die Richtung Bier. Sehr interessant, wird aus einer lebenden Agave gewonnen. Und das hatte so ein bisschen was von, das wurde immer verbunden mit einer Göttin. Und wenn man halt das Ganze, die Pulque, trinkt, dann ist man verbunden quasi mit dieser Gottheit, mit der Göttin. Und ja, sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Ja. Schauen wir mal. Also praktisch Götterblut. Und das habe ich persönlich importiert aus Mexiko, wo ich dieses Jahr auch dort war und habe mir das auch mal anschauen können, wie das vor Ort funktioniert. Also die Agave ist ja so eine Pflanze, die kann schon ordentlich groß sein. Und in der Mitte hat sie ihr Zentrum und das nennt man auch das Agavenherz. Und was man da macht, ist, dass man so die innersten Blätter rausschneidet und dann schneidet man in dieses Herz eine Kuhle. Also die restliche Pflanze lebt und wächst und macht und tut, aber diese Kuhle ist offen und dort sammelt sich dann einerseits Feuchtigkeit, andererseits einfach auch Pflanzensaft in dieser Kuhle und durch die natürliche Hefe vergärt das. Und dann kann man aus dieser Kuhle das raussaugen sozusagen. Das seht ihr auch gleich noch mit einem Bild da in den Unterlagen, da haben wir das. Und dann kann man das abfüllen sozusagen, entweder sofort trinken oder ein bisschen noch stehen lassen. Es vergärt, es ist alkoholisch, man kann unterschiedliche Intensität haben und ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte und ebenso das letzte Überbleibsel eigentlich dieser alten traditionellen Kultur, zumindest in Nordamerika. Südamerika gibt es ja noch das Chicha-Bier, da werden wir da noch ein bisschen drüber sprechen, aber hier also Pulque. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, das mal vor Ort zu probieren, natürlich unbedingt tun. Ich habe auch gehört, es gibt Leute in Europa, die dort waren, das mitgenommen haben, die Hefen aufbereitet haben und hier weiter produzieren. Habe aber noch keinen davon getroffen. Also falls ihr mal jemanden seht, dann natürlich auch probieren. Jetzt schauen wir mal. Ja, wir sind tatsächlich nicht wirklich beim Bier. Das ist eigentlich so eine Art, ja, leichte Kokosmilch, würde ich das beschreiben. Also so ein weißliches Getränk. Es ist keine Kohlensäure drin, kein Schaum entstanden. Ich finde das sehr spannend. Mal was anderes hier. Und ja, milchig. Man kann nicht durchgucken, ist halt sehr trüb. Ja. Schauen wir mal. Ja, es riecht nach einem vergorenen Getränk. Ja, man riecht auch ein bisschen eben die Pflanze, Ja, das Grüne. da kommt so ein, genau, so ein leichter Zitrus hinten tatsächlich. Genau. Ja, und diese Assoziation mit Milch trägt sich auch tatsächlich ein bisschen in die Sensorik. Interessant. Na gut, da müssen wir jetzt durch. Prost. Oh. Ach, das ist ja cool. Also. Völlig überraschend. Man hat so einen milchigen Körper tatsächlich. Dann kommt so eine, ja, wie beim Apfelsaft, so eine Süße. Hinten raus kommt eine Säuerlichkeit und eine leichte Schärfe. Ja. Ähnlich wie beim Ingwer. Und ja, sehr, sehr spannend. Hätte ich mir jetzt so nicht vorgestellt. Fruchtigkeit ist gegeben. Also ich würde es immer noch nicht mit einem Bier assoziieren, aber wir hatten ja schon gesagt, das ist im Prinzip so der Ursprung. Aber es ist ein sehr erfrischendes, fruchtiges Getränk. Ja, und man merkt also auf jeden Fall durch dieses Aromenspiel ist es ja erstmal sehr interessant und man fängt an, sich darauf zu konzentrieren. Und dann hat man im Mund tatsächlich dann auch das Aroma der Agave. Ja. Und das geht dann in sowas fast Nussiges. Also wenn man so Haselnüsse sich überlegt, grüne Haselnüsse vielleicht, da kommt man auch ungefähr in die Richtung. Sehr spannend. Vor Ort, als ich es probiert habe, hat es auch noch Kohlensäure gehabt. Also das ist wahrscheinlich jetzt einfach dem geschuldet, dass es hier abgefüllt ist. Die haben es wahrscheinlich kurz erhitzt oder so. Aber vor Ort ist das noch blubberig sozusagen, so ein bisschen wie Federweißer. Und auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und man hat so mal einen Einblick in historische alkoholische Getränke. Apropos Alkohol, merkt man. Also ich Ja. weiß gar nicht, wie stark das ist, aber es hat natürlich weitergegoren. Also da ist schon ein bisschen was dahinter. Also da wird jetzt wahrscheinlich nicht so Merkt viel man. draufstehen. Nee, da steht gar nichts Also drauf. geschätzt würde ich sagen, so 6-7% könnte das durchaus haben. Wird es aus meiner Sicht mindestens haben. Nee, Aber steht nichts drauf. ja. Naja, warum auch? Ist ja auch egal. Aber wie gesagt, also auch das nutzt Gelegenheiten, wenn ihr vor Ort irgendwo seid und mal vielleicht so auf historische Biere stößt. Wir werden so die einen oder anderen jetzt auch in der kleinen Rundreise, die wir machen, erwähnen oder auch verkosten. Und dann probiert es einfach und ja, erfreut euch an dem, was der Mensch so alles tut, um sich zu erfreuen.